Hey Sportsfreunde, ich begrüße euch endlich mal wieder zu einer neuen Folge Kochen mit Kai und heute soll es mal wieder um das Thema Food Prep gehen. Ich habe ein sehr, sehr einfaches Rezept für euch, was auch ja kostengünstig ist, aber trotz alledem natürlich das erfüllt, was man sich von Food Prep erwartet. Gleichzeitig, und das ist auch das Beste, die Grillsaison steht bevor und da braucht man natürlich Rezepte, die man zum Beispiel auch in seiner Diät wunderbar verwenden kann und deshalb lasst uns einfach mal anfangen. Ich zeige euch, was wir heute für Zutaten benötigen. Wir machen heute einen Kartoffelsalat. Normalerweise ist ja Kartoffelsalat so eine übelst fettige Angelegenheit mit viel Mayo und so weiter, aber eigentlich ist Kartoffelsalat auch eine richtig geile Diätmahlzeit. Dementsprechend habe ich vorher schon Pellkartoffeln zubereitet, dafür einfach Kartoffeln kochen und danach natürlich pellen, ist ein ja, relativ großer Zeitaufwand, sag ich mal, aber das habe ich halt alle schon im Vorhinein abgehakt, sodass das jetzt hier mega, mega schnell geht. Für den Kartoffelsalat brauchen wir weiterhin noch ein paar Lauchzwiebeln, nur ein bisschen Olivenöl, süßer Senf, richtig bombastisch dazu, dann vor allen Dingen Kräuter, Dill, dann brauchen wir noch ein bisschen Petersilie und Salz, Pfeffer, dann schmecken wir das ein bisschen ab und dann ist der Kartoffelsalat schon fast fertig. Als Eiweißquelle benötigen wir heute einfach ein paar Eier. Das soll es aber noch nicht gewesen sein, weil das ist, sag ich mal, die erste größere Mahlzeit, die uns erstmal sättigt. Und dann wollen wir natürlich auch noch was Süßes haben. Heißt, danach werden wir uns noch etwas Leckeres als Nachspeise zaubern. Weiter geht's mit den Kartoffeln und wisst ihr was, gerade bei Food Prep kommt es ja eigentlich darauf an, ja wofür machen wir Food Prep, damit wir in irgendeiner Weise wieder uns näher an unsere Ziele bewegen können, zum Beispiel wenn wir Diät machen, dann wollen wir eine entsprechende Makroverteilung einhalten, dann wollen wir über die Mahlzeit möglichst schnell satt werden und da ist natürlich die Kartoffel perfekt für. Gebt einfach mal zum Beispiel oder esst einfach mal 100 Gramm Nudeln, die rund 400 Kalorien haben und esst im gleichen Zug auch mal 400 Kalorien durch Kartoffeln. Das sind dann rund 500 Gramm, heißt ein halbes Kilo Kartoffeln. Und da werdet ihr ganz schnell merken, wie unterschiedlich der Sättigungswert sein kann. Weil gerade Kartoffel hat einen sehr, sehr hohen Sättigungswert. Und ja, das ist doch das Geile, gerade wenn wir uns in einer Diät befinden, dann möchten wir doch ja mit möglichst wenig Kalorien so schnell wie möglich satt werden. Und da kann ich einfach nur euch die Kartoffel ans Herz legen. Kurz klein schnibbeln und dann kommt die mit hier rein. Zack, zack. Zu den Kartoffeln gesellen sich jetzt noch ein paar Kräuter dazu. Habt da wirklich keine Scheu vor. Gerade Kräuter geben dieser ganzen ja, den Rezepten erst den richtigen Taste, sag ich mal. Deshalb ordentlich Kräuter hinzugeben. In dem Fall ist es jetzt Dill. Noch cooler ist es natürlich, wenn ihr frische Kräuter nehmt. Geschmacklich ist das meiner Meinung nach immer noch ein kleiner Unterschied. Dann folgt Petersilie. Auch einfach rein damit. Die Krönung, süßer Senf. Erstmal einen guten Esslöffel, ne? Yum, 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 yum. Und jetzt erstmal durchmengen. Gleich müssen wir noch salzen und dann können wir erstmal gucken. Das schmeckt. Ja. Olivenöl, wir nehmen erstmal nur einen guten Esslöffel. All das sind schließlich Kalorien, die man sich auch sparen könnte. Esslöffel Nummer 2. Erste Geschmacksprobe. Schmeckt schon echt geil. Es fehlt, ich würde sagen, auf jeden Fall ein bisschen Senf, Salz auf jeden Fall auch. Weil ihr müsst euch immer vorstellen, die Kartoffel, die zieht das quasi so auf. Ne? Also gerade den Senf, das Öl und so weiter. Ich mache das hier drauf und die ersten drei Kartoffeln, die kriegen noch ein bisschen was von dem Öl und dem Senf ab. Der Rest schon gar nicht mehr. Waren vielleicht jetzt 20 Gramm. Dazu gesellt sich einfach noch ein bisschen Salz. Schmeckt schon übelst geil, ohne Spaß. Schmeckt schon richtig, richtig bombastisch. Der ein oder andere wird es wahrscheinlich auch schon mal gehört haben. Kartoffeln und Ei, super geile biologische Wertigkeit. On point und vor allen Dingen auch eine kostengünstige Angelegenheit. So, jetzt schnibbeln wir noch eine Gurke rein, weil es einfach so eine gewisse Frische gibt. Und vor allen Dingen, Gurke ist natürlich auch nochmal, wir haben Volumen, ganz, ganz wenig Kalorien, passt perfekt da rein. Aber Leute, ganz ja, klarer Hinweis an dieser Stelle, wenn ihr euch das zum Beispiel mitnehmen wollt und ja, das zum Beispiel länger in einer Tupperdose lasst, dann kann so eine Salatgurke natürlich auch dazu führen, dass die ganze Sache ein bisschen matschiger wird. Eine Alternative wären zum Beispiel auch noch Gewürzgürkchen. Da wird dann natürlich nochmal eine ordentliche Portion Geschmack rankommen. Aber gerade wenn man es relativ zeitnah, nachdem man es zubereitet hat, dann auch essen will, dann ist natürlich sowas für die Frische nochmal richtig, richtig geil. Die Eier im Blick und ich schäle schnell die Gurke.
Es sieht aus wie ein wildes Allerlei, aber es ist einfach alles drin, was wir als Kraftsportler brauchen. Wir haben auf jeden Fall die Eiweißquelle drin, über die Eier. Dann haben wir die Kartoffeln drin als Komplex Kohlenhydratquelle und auch als Sättigungsquelle. Und dann kommt natürlich noch sowas ja, wie zum Beispiel die Gurke dazu, die natürlich auch ordentlich Nährstoffe drin hat, aber vor allen Dingen auch nochmal ordentlich Volumen. Dann natürlich über die Lauchzwiebelnährstoffe, über die Kräuternährstoffe. Es ist einfach ein rundum geiles Paket, würde ich sagen. Und jetzt gucken wir einfach mal, was dieses wilde Allerlei hier geschmacklich zu bieten hat. Das ist geil. Das ist einfach nur geil. Das packe ich mir jetzt in eine Tupperdose und habe einfach eine richtig geile Mahlzeit dabei. Besser geht's nicht. Ohne Spaß, Leute, probiert es aus. Es ist so unfassbar lecker. Man braucht nichts anderes. Kostengünstig, vegetarisch auch noch. Alle Makros ab, die man eigentlich so decken möchte. Sättigt ordentlich. Das macht ordentlich Nährstoffe dabei. Geil, Leute. Ja, kann so schnell klatschen wie ich. Weiter geht's mit einem richtig bombastisch leckeren Kuchen, beziehungsweise ich habe keine Ahnung, ob der bombastisch lecker ist und ich weiß auch nicht, ob der jetzt so funktionieren wird, wie ich es mir vorstelle. Aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt, Leute. Also, wir benötigen zum einen Quark. Da würde ich natürlich die Magerstufe empfehlen. Den hatten wir jetzt noch im Kühlschrank und dementsprechend werden wir den jetzt einfach noch verwenden. Nicht, dass der schlecht wird. Dann benötigen wir ein paar Haferflocken, etwas Dinkelmehl. Dann haben wir hier Backpulver, Zitrone, ein Apfel, zwei Eier, etwas Zimt und letztlich noch etwas Proteinpulver. Einfach noch geil für den Geschmack und natürlich, dass wir noch ein bisschen mehr Eiweiß reinbekommen. Und deshalb lasst uns anfangen. Zunächst die zwei Eier in die Schüssel, danach folgen 200 Gramm Quark, es folgen Saft von zwei kleinen Zitronen, dann etwa 100 Gramm Dinkelmehl, 50 Gramm Haferflocken, etwas Zimt, 30 Gramm Whey-Protein, Backpulver, alles gut vermengen und da wirklich 5 Minuten rühren, damit das richtig schön fluffig wird. Die Äpfel mit ein bisschen Mehl, damit die nicht komplett absinken, sondern sich ganz im Kuchen verteilen. Bisschen Smacktastic noch dazu, einfach damit es noch ein bisschen süßer ist, alles gut vermengen und dann geht das in eine Backform und in den Ofen für rund 20 Minuten bei 160 Grad. 20 Minuten später ist der Kuchen fertig und ihr seht, ich habe den hier schon so aus der Schale rausgenommen. Das ist einfach gut, sag ich mal, dass der auch von unten wie richtig fest wird und vor allen Dingen kriegt man ihn dann ganz leicht vom Backpapier auch entfernt. Eigentlich sage ich ja immer ein bisschen abkühlen lassen, aber wer kann schon so lange warten? Aber lecker. Das sieht doch mal fluffig, aber gleichzeitig auch nach ein bisschen was Bissfestem auf und das wollen wir auch haben. Ne? Deshalb haben wir ja die Haferflocken da reingemacht, dass wir den eben halt nicht nur so reinstupfen können. Aber ich glaube, ich verbrenne mir jetzt dermaßen den Mund. Geil. Ohne Spaß. Luisa, du musst jetzt gleich probieren. Es ist scheiße heiß, aber es ist geil. So. Ja. Leute, ich glaube, ich darf nicht filmen, weil Luisa nicht fertig gemacht ist. Im Schlafanzug. Aber Leute, ich kann euch sagen, eine schöne Frau entstellt gar nichts. Danke. Schmeckt wirklich gut, ne? Lecker. Hm? Ist heiß. Ist richtig heiß. Dann lasst uns mal unsere Food Prep Mahlzeit anrichten, damit es auch nach Food Prep aussieht. Leute, fertig ist unsere Fitness Food Prep. Es sieht nicht nur mega geil aus, es schmeckt auch noch mega geil. Die Nährwerte möchte ich euch natürlich auch noch einblenden. Ihr müsst das natürlich so sehen. Ich sag mal, das sind jetzt zwei Portionen, würde ich sagen, für den Kuchen und der Kartoffelsalat sind bestimmt 2 bis 3 Portionen. Ich werde euch das einfach so gesamtheitlich einblenden. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr das auch in eurem Alltag verwenden könnt und das einfach mal nachmacht und mir dann Feedback gebt. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Daumen nach oben geben, wenn es gefallen hat und wir schmeißen jetzt noch den Grill an. Dann wird erst das genossen und dann wird das genossen. Haut rein, Leute.